Servus Leute, ich bin Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich wie immer, dass ihr am Start seid. Und Leute, ihr seht's, mein Grinsen ist breit wie schon lange nicht mehr. Und ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, Leute, ich bin dabei beim United World Cup Turnier. Und an dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Gamer Brother, an die Teasy Jungs, an die ganze Crew und alle Leute, die da mitmachen. Ich werde euch mal die Teilnehmer alle jetzt hier einblenden und die sind auch alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und als nächstes noch ein fettes Dankeschön an Anton, der hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich hier dabei sein kann. Ist wirklich ein sehr guter Freund von mir. Und ich kann euch eine Sache sagen, ich wusste nicht, welche Mannschaft ich bekomme. Das schwöre ich euch. Ich saß mit meiner Freundin auf der Couch. Wir haben das Video angemacht. Ihr könnt meine Freundin fragen. Mein Herz hat so heftig geklopft. Ich war den ganzen Tag aufgeregt. Ich habe die ganze Zeit zu ihr gesagt, bitte bekomme ich nicht Russland und bitte bekomme ich nicht Kolumbien. Nichts jetzt gegen diese Nationalmannschaft. Und ich habe einfach gehofft, dass sie nicht bekommen, weil mit denen hätte ich nicht so viel anfangen können. Und dann, die Chance war 1 zu 12 und ich habe einfach mal Kroatien bekommen. Ich habe mich so gefreut. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und jetzt könnt ihr sehen, wir sind im World Cup Modus. Ich habe mich hier für die kroatische Flagge entschieden. Wir haben hier auch die Trikots. Und ich bin mega gehypt auf diesen Modus. Wir werden später noch gleich eine Icon öffnen, dieses Icon Pack. Dazu werden wir noch ein paar Packs öffnen. Außerdem müsst ihr unbedingt, Leute, das Video von Simon abchecken, aka Gamer Brother. Auf seinem Kanal hat er das hochgeladen und erklärt da alles. Am Mittwoch kommt noch ein Video bei den Teasies. Die Regeln werde ich aber sowieso noch in meinem Video dann erklären, wenn es dann losgeht mit den United World Cup. Ich bin so fröhlich, Jungs. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe jetzt schon, glaube ich, relativ viel drüber geredet, aber es ist wie so ein kleiner Traum für mich. Das klingt jetzt wirklich dumm und ich will auch nicht das Ganze so, keine Ahnung, so heuchlerisch oder so rüberbringen, aber ich habe vor 7 Monaten angefangen, FIFA-Videos zu machen und es war schon wirklich immer ein Traum, natürlich da mitzumachen. Eine Sache ist noch anzumerken, bevor wir jetzt anfangen mit den Packs. Und zwar seid ihr bei diesem Projekt gefragter denn je. Ihr müsst wirklich alle YouTuber, die ihr supporten wollt, unterstützen. Am Ende kommt es dann auch darauf an, wie viel Klicks durch wie viel Likes ihr habt. Und wenn wir da die Besten sind, und ich weiß, Leute, wie stark meine Community ist, wie geil ihr seid und dass ihr mich immer supportet. Und falls wir Nummer 1 sind, dann haben wir noch einen Joker und dann können wir noch einen Spieler austauschen. Deswegen, Jungs, scheut euch nicht, gebt immer gerne einen Daumen nach oben, supportet mich jetzt bei dieser Phase. Ich werde euch da sehr dankbar. Und jetzt, ohne weiter zu schnacken, geht es los mit den Packs. Das Coole bei den Packs ist, wir werden die jetzt mit FIFA-Points öffnen zum einen und zum anderen wird in dem Pack noch immer ein Pack für ein... Oh mein Gott, wir kriegen im ersten Pack eine Legende. Das ist nicht wahr. Oh mein Gott. Jungs, das ist mein erstes Pack. Ich schwör's, ich habe 24.000 FIFA-Points draufgeladen und wir bekommen Lineker im Kroatien. Jungs, erstes Pack, Mann. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Das ist doch mal ein Start in den World Cup, Mann. Und Jungs, wir werden dieses Turnier hoffentlich rasieren. Ihr müsst mir den Daumen drücken. Supportet einfach. Ihr seht es im Kroatien-Trikot. Es wird einfach episch. Und Lineker ist am Start. Alter Schwede, Mann. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man jetzt ein Icon zieht. Das werden wir dann noch herausfinden. Aber erstes Pack, ihr seht es oben. Schau, daran könnt ihr es auch erkennen. Diese ganzen Beschreibungen hier. Okay. Einfach mal Lineker. 4 Sterne schwacher Fuß. Die Werte sind grandios. Außer natürlich die Physis. Aber 85 Ausdauer. Das ist... Boah. 92er Lineker. Jungs, wenn ihr Bock habt auf einen Squad-Builder-Battle, demnächst wird eins mit Pato auch kommen. Freut euch einfach drauf. Hier ist das Pack, worüber ich geredet habe. Das können wir später in Ultimate-Team-Modus noch einlösen. Wir brauchen nämlich eh die Münzen. Oben haben 1,8 Millionen Münzen stehen. Die brauchen wir aber eben für das Turnier, Jungs. Zweites Pack. Das ist jetzt das zweite Pack, okay? Jetzt schauen wir mal, ob wieder Packlack am Start ist. Wir öffnen das Ganze. Ich glaube, diesmal ist kein Icon. Nee, diesmal ist eine normale Karte. Spanien, Stürmer und es wird Morata vielleicht? Nee. Okay, Aspas, gut. Heide, Brate, Molinte. Okay, nächstes Pack, was wird drin sein? Frankreich, Innenverteidigung und wird es... Okay, Alter, er hat schon eine 82er Bewertung. Der Typ ist noch relativ jung, spielt auch bei Paris Saint-Germain und hat auch ein Team of the Season bekommen, soweit ich jetzt weiß. Nicht schlecht, Mann. Okay. Jungs, nächstes Pack, Nose Pack, let's go. Ich habe einfach im ersten Pack Lineker gezogen. Was... Oh, was ist denn dies? Achso, es gibt auch Packs ohne Wände, okay. Joe Hart ist drin mit einer 79er Bewertung. Ich dachte mir, es kommt immer der Flair, aber gut. Thielmanns ist auch da, Ococha, krasser mexikanischer Torwart bei der letzten WM hat da rasiert, wie sonst kein anderer fast. Ich hoffe übrigens, Leute, dass ich die Kroatien-Trikots irgendwie auch in Ultimate Team haben kann. Und falls nicht, könnt ihr mir unbedingt gerne in die Kommentare schreiben, welche Trikots dem Kroatien-Trikot wirklich relativ gut ähneln. Nächstes Pack geht gerade auf. Argentinien? Innenverteidigung, okay. Gut, ich dachte, vielleicht ist da ein Messi drin, ne? Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr bis jetzt in den Packs gezogen habt. Ich denke, wir werden auf jeden Fall mal 10k Coins öffnen. Wir haben schon wieder Wände. Das heißt, ich glaube, 82er Karte müsste es sein oder 81. Frankreich, ZDM wird es. Kanté, komm schon. Nein, es ist kein Kanté. Aber es war Tweedy, es ist stabil, auf jeden Fall. Und was ist da noch drin? Muriel, Vermahlen, okay, Jungs. Das nehmen wir gerne mit. Deutschland, Stürmer und es wird es der Wagner. Oh,
Fußballgott Wagner ist am Start. Jetzt hier eine wichtige Sache. Schau mal, Wagner habe ich als Duplikat. Hat eine 80er Bewertung, das ist nicht schlecht. Wir tun den in doppelte Objekte verschieben. Den können wir dann für eine SBC benutzen. Und eigentlich hätte ich den auch noch behalten können. Gut, das machen wir jetzt eigentlich mit allen Duplikaten am besten. Nächstes Pack öffnet sich. EA, gönn noch einmal eine Ikone im ersten Pack. Nein, ich weiß immer noch nicht, wie das geklappt hat. Ich weiß es immer noch nicht. Und jetzt haben wir wieder Wände. Belgien. Mertens, komm schon. Es ist Mertens. Es ist 86er Mertens. Den nehmen wir auch gerne mit. Kommt da kein Walkout bei ihm? Komisch. Aber 90 Tempo, die Karte sieht fantastisch aus. Den können wir gut ins erste Team schon packen. Was ist sonst drin? Waran, Jungs. 84 Tempo. Jetzt Spaß beiseite. Schaut euch diese Karte an. Schaut euch seine Stats an. Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Max Meyer hat auch eine Karte bei Deutschland. Ich meine auf jeden Fall, das wird Broski Starspieler. Obwohl wir gerade bei Starspieler sind. Bin am überlegen, ob ich Modric Team of the Year nehme oder dann vielleicht Perisic in Form. Aber ich meine am besten, wir tun natürlich beide ins Team rein. Deswegen wäre es wahrscheinlich schlauer, wenn wir Modric nehmen würden, weil er ein bisschen mehr kostet. Aber Leute, schreibt sowas auch gerne in die Kommentare. Wir gehen rüber zum nächsten Pack. Und jetzt haben wir vielleicht noch eine Icon. Das war Wahnsinn. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass man so einen Packlack hat. Aber gut, jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, obwohl wir hatten noch Varane, ein paar andere gute Spieler, Matuidi. Was ist hier drin? Mertens hatten wir auch. Brasilien, komm schon. Okay, Torwart, Ederson? Ederson, nehme ich mit. Farfan, einfach eine Legende in FIFA. Früher bei Schalke gespielt und dann haben wir noch Trapp von Paris. Mal schauen, ob er da bleiben wird. Leute, ihr kennt meinen berühmten linken Daumen. Mit dem öffnen wir jetzt das nächste Pack. Jetzt hatten wir mal ein paar Packs, nicht so viel Glück. Aber ich meine, die Packs kosten 150 FIFA-Points, das ist nicht so viel. Was wird jetzt drin sein? Linker Daumen, bringst du mir auch mal Glück? Wie oft hat er mich schon getrollt? Irgendwie denkt man immer wieder, er kommt, aber das wird nicht passieren, ne? Das nächste Pack öffnet sich. Und wir bekommen schon wieder mal schöne Wände. Das passiert wirklich relativ häufig, muss man sagen. Es wird Frankreich. Stürmer? Griezmann? Nein, Lacazette, 83er Bewertung. Es ist ein Walkout. Und Lacazette sieht fresh aus, zeigt auf die Karte. Und den nehmen wir auch gerne mit. Ich denke, es ist ein guter Spieler für ein Starterteam. Und schauen wir mal, vielleicht ist da noch was drin. Trippier kann man mitnehmen. Wir sind, glaube ich, angekommen bei dem 10. Pack oder 11., 12. Pack. Mal schauen, was drin sein wird. Let's go, EA. Okay. Entschuldigung, EA. Ich gebe da, okay. Ja. Jungs, das sind die ersten Kroaten, die wir gezogen haben. Alles klar. EA, ich bin wieder da. Passt schon wieder. Wir haben Lovren gezogen und schaut mal sein Tempo an. Das ist wirklich schrecklich, sowas zu sehen. 55 Tempo. Ich finde im Real Life, jetzt mal Spaß beiseite. Nicht, weil ich jetzt Kroat oder so bin, aber er fühlt sich doch ein bisschen schneller an. Und dann haben wir noch Badel. Bei denen denken sie sich, ja komm, machen wir auch ein bisschen weniger Tempo. Na gut, trotzdem kann man auf jeden Fall mal spielen, kann man mal testen. Badel müsste Ausdauer, ja 80 passt. Jetzt hat man mal zwei Picks, schlechte Karten, vielleicht kommt jetzt wieder was Gutes. Und da haben wir wieder die Wände, da haben wir sie wieder, jetzt beschwören wir sie wieder, komm. Serbien Milinkovic-Savic, das ist er, oder? Nein, Matic, noch höher geratet. Savic hätte, finde ich, auch ein auf jeden Fall höheres Rating verdient, als er es hat. Und der gute Matic hat krasse Werte, ist defensiv eine Maschine. Und ansonsten ist da nichts Besonderes drin. Wir gehen rüber zum nächsten. Wir probieren es jetzt mit dem kleinen linken Finger. Mal schauen, vielleicht bringt der uns Glück. Let's go. Wir haben die Wände, die sind wieder da. Komm schon. Komm bitte. Brasilien. Linker Verteidiger Marcelo, komm bitte, Marcelo. Ja, gut. Der ist gut. Sie sind geistig behindert. Der ist auf jeden Fall ein bisschen runtergegangen als bei Ultimate Team. Da hat er, glaube ich, 86. Jetzt eine 84er Karte, ist trotzdem richtig stabil, die Werte. An dieser Stelle muss man sich auch mal bei EA bedanken irgendwo, weil, schaut mal, man muss 150 FIFA-Points zahlen. Dann kann man auch bei Ultimate Team ein Pack öffnen. Das bringt dann wieder 3000 Münzen ein. Und dann bekommt man quasi dieses Pack wirklich günstig. Jetzt bekommt man den ZOM von Argentinien. Das müsste Banega sein. Die Baller! Jungs! Wir haben die Baller gezogen. Das ist doch bis jetzt ein freshes Pack-Opening. Wir ziehen einfach mal Paulo die Baller. 87 ist es unsere beste Karte. Nein, wir haben Lineker noch gezogen. Leco mio, Mann. Wenn wir jetzt noch Messi ziehen würden oder so, dann könnten wir den geil verbinden. Servus, Alter. Nein. 88 und 87er in einem Pack. In Ultimate Team hatte ich das noch nicht dieses Jahr. Ich bin absolut kein Packlacker. Wie die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen das auch. Und wir ziehen einfach 88er PP. Der ist nochmal hochgegangen bei Portugal. Spielt er anscheinend richtig krank. Da haben wir noch den guten Fred. Wird vielleicht zum Menü gehen. Das Pack ist brutal. Brutal. Lasst dafür schon mal gerne einen Daumen nach oben, Jungs. Wir schauen uns jetzt noch kurz die Stats von Paulo an. 4 Sterne Skill Moves natürlich. 83 Ausdauer stabil. Tempo stabil. Schuss stabil. Ja. Der Typ ist einfach genial. Freunde, das ist jetzt das letzte Pack, was wir öffnen werden. Noch einmal eine coole Wand. Vielleicht ein 82er Plus-Spieler wäre nice. Auf jeden Fall haben wir die Wände. Und dann würde ich sagen, schauen wir noch danach, was noch alles für Spielmodis gibt. Deutschland, Mittelstürmer, Thomas Müller, oder? Ist es der Thomas? No, it's not. Nice. Na, vielleicht ist ja noch ein guter anderer Spieler, der sich da versteckt, den man gebrauchen kann. Batsch.
Ich spreche nicht aus, ich gebe es auf. Areola haben wir, Neto, Henderson. Ja, schade, dass Liverpool verloren hat, muss man sagen. Jetzt die Frage, wir schauen uns mal alles an, was es so gibt. Es gibt ein Online-Turnier. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, was ihr von mir sehen wollt, das nächste Video. Und zwar können wir hier, ja, das ist, glaube ich, wie die WM quasi. Das ist eine geile Sache. Also, Freunde, ihr kennt den ganzen Hasen. Wir sind bei den Squad-Building-Challenges. Hier steht Landes-Icon. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Wir werden die Challenge jetzt mal abschließen, damit ihr mal seht, was da rauskommen kann. Wir brauchen 79er Teambewertungen, 50 Chemie. Das sollte locker zu schaffen sein. Das ist das Team, was wir jetzt abschicken werden. Sind jetzt keine heftigen Spieler dabei. Die kann ich alle mit gutem Gewissen einfach weghauen. Das hauen wir weg. Und ich bin echt gespannt, ob da jetzt eine Icon drin sein wird. Eine Landes-Icon. Einfach so ein guter Spieler des Landes, das man hat. Das Design wieder brutal. Weil ich meine, 79er Bewertung und dann bekommt man wirklich eine richtige Icon. Da steht es echt. Garantierte Icon. Oh, ich habe schon auf den Knopf gedrückt. Leute, es öffnet sich. Lineker haben wir bekommen vorhin. Es wäre geil, wenn wir nicht den gleichen Spieler ziehen würden. Das ist natürlich klar. Es wird Frankreich. Und wir ziehen Blanc. Ich habe den auch in meinem normalen Ultimate Team. Danke dir, wirklich, Bruder. Bruder, ich küsse deine Ohrläppchen, Blanc. Du bist eine Maschine im Kroatien-Trikot. Heftig, Mann, heftig. Und ihr könnt das Pack im Prinzip for free machen. Das ist so einfach. Ihr müsst eine 79er Bewertung abschicken. Ihr bekommt eine 91er Icon. Ich muss sagen, EA, Props an euch. Was ihr da geleistet habt, ist der Wahnsinn. Ich freue mich wie ein kleines Kind im Disneyland. Gestern war wirklich einer der schönsten Tage, die ich in den letzten Jahren gehabt habe. Als ich eben erfahren habe, dass ich da teilnehmen kann, an so einem geilen Turnier, nochmal Dankeschön an Gamer Brother und an alle anderen Jungs, ich danke euch vor allem, meine Community, ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Ich danke euch für diesen Support, den ihr mir von Video zu Video gebt und ich hoffe wirklich sehr, ich kann dieses Turnier für euch mit nach Hause nehmen, dann werde ich euch die 1500 Euro in PSN-Karten, Xbox-Karten, Computer-Karten einfach raushauen, damit ich euch mal was zurückgeben kann. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr gezogen habt. Und ich freue mich auf die nächsten Tage. Es wird richtig spannend. Es wird eine geile Zeit jetzt. Und die WM kann kommen, Jungs. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tabak. Ciao.